Hallo da draußen an den Bildschirmen. Wie ihr sehen könnt, hat mich mein Wahl-O-Mat-Test ja eindeutig dazu aufgefordert, die AfD zu wählen. Die AfD lag knapp vor den Humanisten und der FDP. Während die Humanisten als sonstige, also die kleinen Parteien, die ohnehin nicht die 5%-Hürde schaffen, gar nicht erst in Frage kamen, hat die FDP für ihren Wahlerfolg ja bekanntlich dreist Forderungen aus dem AfD-Programm geklaut. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie diese Forderungen in einer Regierungskoalition umsetzen werden, tendiert wahrscheinlich eh gegen Null. Also blieb, nachdem alle anderen Parteien aus unterschiedlichen Gründen ausgeschlossen wurden, quasi zwangsläufig nur noch die AfD übrig, der ich dann meine zwei Kreuze gegeben habe. Nach dem überragenden Wahlerfolg, bei dem die AfD aus dem Stand mit knapp 13% in den Bundestag einzieht, während die ehemaligen Volksparteien historisch abgewatscht wurden, fand natürlich keine Selbstreflexion bei Altparteien und Medien statt, sondern die Anti-AfD-Hysterie nimmt ungeahnte Höhen an, die an Absurdität und Realitätsverleugnung kaum zu überbieten sind. Also dasselbe, was bereits im November in den USA nach dem sensationellen Wahlsieg von Donald Trump passierte. Nur mit einem kleinen, aber feinen Unterschied. Bei Trump waren die Umfragen im Vorfeld und die Prognosen alle pro Hillary. Entsprechend waren da tatsächlich alle geschockt, dass plötzlich Trump als Sieger hervorging. Hier bei der Bundestagswahl haben sämtliche Prognosen von vornherein gesagt, die AfD wird zweistellig. Über die genaue Prozentzahl kann man sich dann zwar streiten, aber dass die AfD zweistellig einziehen würde, haben sämtliche Prognosen richtig hingelegt. Und jetzt in so eine Hysterie auszubrechen und so überrascht zu tun wie nach dem Trump-Sieg, ist einfach nur albern. Aber über diese Absurditäten und Massenhysterie in den USA und hierzulande werde ich in den nächsten Videos berichten. Wer das nicht verpassen will, sollte ein Abo dalassen. Zu dem autistisch-hysterischen Gekreische seitens Politiker und Medien gehört natürlich auch die Nazi-Keule, die immer wieder gegen die AfD und ihre Wähler geschwungen wird. Dass diese wegen übermäßiger Abnutzung auch nur noch ein vertrockneter Ast ist, gehört leider zu den Folgen dieser inflationären Verwendung der Begriffe Nazi, Rechtsextrem, Alt-Right und so weiter. Aber auch das ist ein anderes Thema. Im Gegensatz zu vielen anderen hinterfrage ich mich, meine Entscheidungen und Einstellungen ständig selber. Und nun, als mehr oder minder stolzer AfD-Wähler, dachte ich mir, ist es an der Zeit, wieder einmal den Political Compass Test zu machen, um zu sehen, wie weit rechts ich denn nun bin. Spoiler-Alarm. Bei meinem letzten Test vor wenigen Jahren war ich leicht links von Gandhi angesiedelt. Und da ich ja bereits meinen Wahl-O-Mat-Test hier auf YouTube verewigt habe, tue ich dies nun auch mit dem politischen Kompass-Test. Es gelten dieselben Umstände, das heißt, ich werde ungeskriptet und spontan die Fragen beantworten. Hier und da meine Gedankengänge kundtun, aber nicht bei allen Fragen, sonst wird das ein 5-Stunden-Video. Von daher bitte ich, über eventuelle Stotterer, Äs, Hms, Versprecher oder sonstige Sprechpausen hinwegzusehen. Für meine englischsprachigen Zuschauer werde ich den Test auch noch auf Englisch machen. Und auch Platz 6 unserer Top 10 respektwürdiger Denker geht in Kürze online. Es lohnt sich also wirklich, ein Abo dazulassen. Genug der langen Vorrede. Auf geht's! Nur ein paar Thesen zum Warmwerden. Diese beschäftigen sich mit deiner Sicht auf dein Land und die Welt. Wenn ökonomische Globalisierung unausweichlich ist, sollte sie primär der Menschheit dienen, anstatt den Interessen transnationaler Unternehmen. Stimme ich zu? Ich würde immer mein Land unterstützen, egal ob es richtig oder falsch handelt. Aber sowas von Ablehnung. Denn das ist doch gerade der Punkt einer Demokratie, dass man, wenn die Regierung falsch handelt, sie abwählen kann. Ich meine, wie verblendet und blind muss man sein,
das Land immer zu unterstützen, selbst wenn man deutlich sieht, dass es auf den Abgrund zuläuft. Also ich weiß auch nicht, wer hier eine deutliche Zustimmung anklicken würde. Ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Falls es aber unter meinen Zuschauern irgendjemanden gibt, der es nachvollziehen kann oder der hier vielleicht sogar tatsächlich deutliche Zustimmung anklicken würde, hinterlass bitte einen Kommentar. Das würde mich sehr interessieren, warum. Niemand sucht sich sein Geburtsland aus. Daher ist es albern, darauf stolz zu sein. Das ist auch eine Aussage, die an sich schon ziemlich albern ist. Denn es gibt keine stolzen Babys. Stolz oder Freude oder wie auch immer meine Verbundenheit mit dem Land, in dem man aufgewachsen ist, kriegt man natürlich erst im Laufe der Zeit, im Laufe des Aufwachsens mit. Und selbstverständlich kann man, wenn man älter geworden ist und aufgewachsen ist und sein Land mit anderen Ländern vergleicht und den Zuständen, kann man froh oder weniger froh sein, in exakt diesem Land zu leben. Und ob diese Leute das nun als Stolz bezeichnen oder Patriotismus oder was auch immer, ist völlig egal. Es ist legitim. Also von daher ist diese Aussage totaler Quatsch. Auch wenn vielleicht Stolz nicht unbedingt das richtige Wort ist. Im Vergleich zu anderen Rassen hat unsere Rasse viele überlegene Eigenschaften. Ablehnung. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Hier wird zum ersten Mal deutlich, dass hier ein neutral weder noch Punkt in der Mitte fehlt. Denn den würde ich hier am liebsten anklicken. Denn natürlich kann der Feind meines Feindes mein Freund sein. Er kann aber auch genauso gut mein Feind sein. Das ist ja immer individuell von den jeweiligen Gegebenheiten abhängig. Das kann man ja nicht als allgemeingültige Aussage hier so stehen lassen. Von daher lehne ich diese Aussage, so wie sie da steht, ab. Militäreinsätze, die gegen internationales Recht verstoßen, sind manchmal gerechtfertigt. Ja, natürlich. Manchmal ist hier das entscheidende Wort. Auch da hängt es immer wieder von den individuellen Zusammenhängen ab. Der einzelnen Situation. Ich meine, internationales Recht ist schön und gut, dass das so als Grundlage gesehen wird. Aber natürlich gibt es auch Ausnahmen, Ausnahmesituationen, wo das ausgehebelt werden muss. Es gibt im Moment eine bedenkliche Verbindung der Informations- und Unterhaltungsindustrie. Jap. Und die nicht erst im Moment. Wenn ich in vermeintliche politische Talkshows bei unseren Öffentlich-Rechtlichen reinschaue und sehe dann da Schauspieler, Künstler, Musiker oder sonstige Leute sitzen, die ihr neues Buch, ihren neuen Film, ihre neue Serie oder ihr neues Album vorstellen und dann zeitgleich aber mit den Moderatoren über die politischen aktuell wichtigen Themen reden wollen, während zeitgleich echte Experten, die von diesen politischen Themen Ahnung haben, draußen bleiben oder draußen bleiben müssen, weil sie eben keinen Namen haben und damit auch keine Einschaltquote bringen. I'm sorry, das hat nichts mehr mit dem Bildungsauftrag zu tun, den die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich haben. Gerade eben in solchen Talkshows. Sicherlich, die Unterhaltungsindustrie hat auch ihren Platz, aber man darf es eben nicht alles so vermengen. Und wie gesagt, wenn auch schon unser Minister Gabriel sein neues Buch veröffentlicht und dafür Werbung über offizielle SPD-Kanäle gemacht wird. Sorry, das läuft nicht. Jetzt zur Wirtschaft. Hier geht es um persönliche Meinungen, nicht um den DAX.
Menschen sind letztendlich eher wegen ihrer Klasse gespalten als wegen ihrer Nationalität. Ja, würde ich leicht zustimmen. Aber auch das ist wieder so eine Aussage, über die man trefflich diskutieren könnte. Die Inflation zu steuern ist wichtiger als die Arbeitslosigkeit zu steuern. Auch hier hätte ich wieder am liebsten so ein Mittelding, aber weil man nicht darauf vertrauen kann, dass Unternehmen freiwillig die Umwelt schützen, muss man sie schärfer regulieren. Hier ist dann auch wieder die Frage, was für Unternehmen? Unternehmen, die Konsumgüter herstellen, also die Konsumenten haben, werden gerade heutzutage, wo so viel Wert auf Nachhaltigkeit, Umweltschutz und das alles gelegt wird, natürlich schon freiwillig Wert darauf legen und ihre Produktion, Logistik und so weiter entsprechend umstellen, um keine Kunden zu verlieren. Denn daher kommt das doch, der Kunde ist König. Denn wenn der Kunde hört, das Unternehmen, bei dem ich immer kaufe, tut nichts für den Umweltschutz und nichts für die Nachhaltigkeit, dann geht der Kunde zum anderen Unternehmen, das da besser aufgestellt ist und fertig. Natürlich gibt es auch immer schwarze Schafe, keine Frage. Aber muss man wegen ein paar schwarzer Schafe alle regulieren? Denn die schwarzen Schafe werden sich ja mehr oder weniger selbst aus dem Geschäft nehmen. Denn wenn ihnen die Kunden weglaufen, haben sie keine Existenzgrundlage mehr. Also das ist halt alles nicht so einfach, wie es hier gemacht wird. Entsprechend lehne ich ab. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen ist grundsätzlich eine gute Idee. Grundsätzlich schon, aber auch hier wieder, es gibt individuelle Ausnahmen. Es kommt immer alles auf die Einzelfälle an. Ich mag solche allgemein gehaltenen Sätze einfach nicht. Es ist ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, dass etwas Grundlegendes wie Trinkwasser nun ein in Flaschen abgefülltes Produkt ist. Yep. Und nicht nur in Flaschen, sondern auch noch in Plastikflaschen. Das ist schon nochmal ein ganz eigenes Thema hinsichtlich Gesundheit und all diesen Aspekten. Und von den Preisen, die für dieses Wasser dann verlangt wird, wollen wir mal gar nicht erst reden. Land sollte keine Ware sein, die man kaufen und verkaufen kann. Diese Aussage lehne ich total ab. Natürlich sollte man Land kaufen und verkaufen können. Es ist bedauerlich, dass Menschen persönliche Reichtümer anhäufen können, indem sie einfach Geld manipulieren und nichts zu ihrer Gesellschaft beitragen. Deutliche Zustimmung. Protektionismus ist für den Handel manchmal notwendig. Auch hier deutliche Zustimmung. Die einzige soziale Verantwortung eines Unternehmens ist es, seinen Anteilseignern Gewinn einzubringen. Hä? Was hat denn Anteilseignern Gewinn einbringen mit sozialer Verantwortung zu tun? Das mag vielleicht deren wirtschaftliche Verantwortung sein, aber deren Verantwortung gegenüber ihren Anteilseignern, aber nicht die Verantwortung eines Unternehmens gegenüber der Gesellschaft. Also von daher deutliche Ablehnung. Reiche Menschen werden zu hoch besteuert. So. Wieder Definitionsfrage. Ab wann ist man reich? Was ist zu hoch? Welche Schlupflöcher gibt es? Welche Freibeträge gibt es? Einfach so eine Plattitüde in die Welt zu klatschen, werden reiche Menschen hier in Deutschland zu hoch besteuert? Ich denke nicht. Denn wenn sie zu hoch besteuert werden, das ist der Moment, in dem sie das Land verlassen. Das ist nämlich der Punkt an reichen Menschen. Sie können es sich leisten, dahin zu gehen, wo es
für sie wirtschaftlich am besten ist. Und ich habe noch nichts von einem Abflug der reichen Bürger aus Deutschland in andere Länder mitgekriegt. Also von daher scheint die Steuerlast ja noch okay zu sein. Kann sich natürlich alles ändern, aber diejenigen, die es sich leisten können, haben das Recht, bessere medizinische Versorgung zu erhalten. Ja, natürlich. Was ist denn das für Frage? Sollte eine Grundlagenversorgung, gute Grundlagenversorgung für alle geben? Und wer was Besseres haben will, sollte natürlich dann auch in die eigene Tasche greifen dafür. Regierungen sollten Unternehmen bestrafen, die die Öffentlichkeit täuschen. Deutliche Zustimmung. Problem ist halt nur, wenn Regierungen und Unternehmen dank Lobbyismus so eng zusammenarbeiten, dass es dann manchmal die Regierungen sind, die die Öffentlichkeit täuschen. Aber das ist, wie gesagt, ein ganz anderes Problem. Aber dieser Aussage kann ich erstmal klar und deutlich zustimmen. Ein echter freier Markt benötigt Beschränkungen, die verhindern, dass multinationale Unternehmen Monopole schaffen. Ja, natürlich. Das hängt ja auch mit dem hier oben zusammen. Protektionismus ist im freien Handel manchmal, ist für den Handel manchmal notwendig. Genau deswegen nämlich. Je freier der Markt, desto freier die Menschen. Hier stellt sich dann wieder die Frage, wie definieren wir jetzt den freien Markt? Wenn die Definition des freien Marktes die ist, die wir hier in der Aussage darüber sehen, stimme ich zu. Wenn eine andere Definition gemeint ist, würde ich es ablehnen. Aber da das beides nebeneinander ist, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das die Definition ist und stimme zu. Nächste Seite. Nun schauen wir uns ein paar deiner persönlichen sozialen Wehrvorstellungen? Bin ich ein Werwolf? Schon Vollmond? Ich glaube, es sollte Wertvorstellungen heißen. Naja. Abtreibung sollte immer illegal sein, wenn das Leben der Mutter nicht gefährdet ist. Diese Aussage lehne ich ab. Jede Autorität sollte hinterfragt. Ja, natürlich. Was denn sonst? Auch hier, wie bei der Frage auf Seite 1, möchte ich bitten, jeden, der an dieser Stelle deutliche Ablehnung angeklickt hätte, mir einen Kommentar zu hinterlassen, warum und wieso. Weil natürlich müssen Autoritäten hinterfragt werden. Und vor allen Dingen, es muss auch möglich sein, Autoritäten zu hinterfragen. Das ist es, was eine Demokratie, eine funktionierende Demokratie ausmacht. Dass man Autoritäten hinterfragen kann und darf. Sie kritisieren kann, ohne dafür irgendwelche Repressalien oder Repressionen zu fürchten. Ohne dafür in den Knast zu kommen oder von der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden oder sonstiges. Selbstverständlich sollte jede Autorität hinterfragt werden. Das ist die einzige und wichtigste Pflicht, die jeder einzelne Bürger hat in einer Demokratie. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das klingt für mich sehr alttestamentarisch. Und als absoluter Antitheist lehne ich das einfach mal ab. Ich mache keine deutliche Ablehnung, weil auch hier, wie bei vielen anderen dieser Aussagen, gibt es mit Sicherheit individuelle Fälle, wo Auge um Auge, Zahn um Zahn der richtige Weg ist, aber als generelle Aussage lehne ich es ab. Steuerzahler sollten keine Theater oder Museen finanzieren müssen, die sich wirtschaftlich nicht selbst tragen können. Sehe ich anders, also lehne ich diese Aussage ab. Denn gerade diese kulturellen Angebote, die sich nicht wirtschaftlich selbst tragen können, werden aber dennoch gebraucht und sollten den Leuten auch der Gesellschaft auch zur Verfügung gestellt werden. Und von daher ist das schon okay, wenn man da eine Umlage über die Steuerzahler, dass das dann quasi effektiv dann staatlich finanziert wird.
Zumal sich, wenn man das Ganze nur von Wirtschaftssponsoring oder Wirtschaftlichkeit abhängig machen würde, da hätte man sehr schnell ein sehr verqueres Kulturbild. Aber auch das sind alles so Themen, da könnte man eigene Vorträge drüber halten. Schulen sollten keine Anwesenheitspflicht haben. Ja, ich glaube, es hakt. Die scheiß Drecksplagen haben erstmal Disziplin zu lernen. Das heißt, ein gewisser Tagesrhythmus und durch die Schulanwesenheit lernen die Kinder ja auch erstmal den Umgang, den sozialen Umgang miteinander, den menschlichen Umgang miteinander, mit anderen. Wenn du nur zu Hause vor deinem Tablet sitzt und die ganzen Schuldinger dort in deinem Zimmer machst, hilft das deiner sozialen Weiterentwicklung ungefähr null weiter. Denn es ist ein Unterschied, ob online oder in real life. Also von daher selbstverständlich Anwesenheitspflicht. Alle Menschen haben ihre Rechte, aber es ist besser für uns alle, wenn verschiedene Arten von Menschen. Was ist das hier? Deutliche Ablehnung. Zunächst mal, es gibt Menschen. Entweder Mensch oder man ist nicht Mensch. Was man durch Ideologisierung gemacht wird und welche Folgen das hat, ist ein ganz anderes Thema. Aber grundsätzlich ist erstmal jeder ein Mensch. Und selbst wenn man hier Klassen geschrieben hätte anstatt Arten, weil Arten klingt irgendwie, selbst wenn man Klassen geschrieben hätte, wäre das auch falsch. Denn auch da, gerade wenn man sich austauscht und Verständnis, kann man erst Verständnis füreinander entwickeln. Oder eben auch sehen, ob man zueinander passt oder nicht. Aber auch da, großes eigenes Thema. Gute Eltern müssen ihre Kinder manchmal schlagen. Also, was sind Kinder? Von welchem Alter reden wir hier? Was heißt manchmal? Und wie definieren wir schlagen? Ich denke, wir sind uns alle darüber einig, dass niemand sein Kind verprügeln sollte. Oder sein Kind grün und blau schlagen oder was auch immer. Ich meine, da sollte es eigentlich keine zwei Meinungen geben. Jedoch, eine Ohrfeige in seltenen Extremfällen sollte dennoch zu den erlaubten erzieherischen Maßnahmen gehören. Die aber auch platziert und nicht zu wuchtig, also nur eben, dass das Kind merkt, hier ist die Grenze. Denn da können Soziologen reden, so viel sie wollen. In allen Fällen kann man eben nicht mit Kindern alles mit Worten lösen. Das ist auch einer der Punkte des Erwachsenwerdens, dass man als Kind dann auch seine Grenzen aufgezeigt bekommt. Natürlich sollte man dann hinterher, wenn sich alles beruhigt hat, auch in Ruhe drüber reden. Keine Frage. Aber wenn das Kind eskaliert, muss eine Ohrfeige auch mal drin sein. Da ist nichts Verwerfliches dran. Absolut nicht. Und ich definiere Schlagen jetzt einfach mal als diese genannte Ohrfeige und gebe dem Ganzen eine Zustimmung. Ich weiß, dass das ein kontroverses Thema ist, aber es ist mir sowas von egal. Es ist natürlich, wenn Kinder ein paar Geheimnisse vor ihren Eltern haben. Wieder Definitionsfrage, von wie alten Kindern reden wir hier? Und was für Geheimnisse?
dass ein, was weiß ich, 12- bis 18-jähriger Teenager natürlich das eine oder andere Geheimnis vor seinen Eltern haben wird, keine Frage. Aber ein 0- bis 10-jähriges Kind sollte vielleicht nicht seinen Eltern verheimlichen, dass der gute Onkel auf dem Schulhof ihm Süßigkeiten angeboten hat, wenn er mit ihm auf dem Spielplatz geht. Ihr versteht, was ich meine. Also, von daher, solche Kinder, also Kinder in dem Alter sollten möglichst keine Geheimnisse vor ihren Eltern haben. Ab Teenager sieht es anders aus. Also lehne ich diese Aussage deutlichst ab. Obwohl, da ich ja sagte, als Teenager sieht es anders aus, lehne ich es nur ab. Der Besitz von Marihuana für den persönlichen Gebrauch sollte keine Straftat sein. Das ist mir sowas von Wumpe, aber meinetwegen. Die primäre Funktion der Schule sollte es sein, die zukünftige Generation mit Fähigkeiten zur Jobfindung auszustatten. Doch nicht die primäre Funktion. Seid ihr bescheuert? Die primäre Funktion der Schule sollte es sein, dem Kind eine umfassende Allgemeinbildung in vielen Bereichen zu geben. Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Erdkunde, Sport, Musik, Sprachen und so weiter und so weiter. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Politik, Wirtschaft. Und dann kristallisiert sich bei den Kindern ja eh schon raus, wem was mehr liegt, und dann in den späteren Schulstufen individualisiert es sich halt in diese Richtung, die ihm am meisten liegt. Und natürlich kurz, was weiß ich, im letzten Schuljahr, bevor es dann wirklich in die Arbeitswelt geht, sollte man vielleicht auch die Fähigkeiten zur Jobfindung thematisieren und dem Kind das, dem inzwischen ja kein Kind mehr, dem Schulabgänger das im letzten Schuljahr näher bringen. Aber doch niemals als primäre Funktion. Was wollen wir hier schaffen? Arbeitsbienen? Borg? Also deutliche Ablehnung. Menschen mit ernsthaften Erberkrankungen sollte es nicht gestattet sein, sich fortzupflanzen. Auch wieder ein großes Thema. Und wir sind wieder bei Definitionen. Wo ist die Grenze zwischen ernsthaft und nicht ernsthaft? Also mein Bauchgefühl würde diese Aussage einfach mal ablehnen. Weil irgendwie. Aber ich muss natürlich auch zugeben, ich habe mich mit dem Thema noch nicht wirklich beschäftigt. Weil wenn ich jetzt recherchieren würde, was sind ernsthafte Erberkrankungen? Wie wahrscheinlich ist es, dass von zwei Menschen, die beide ernsthafte Erberkrankungen haben, die ein Kind zeugen, wie wahrscheinlich ist es, dass das Kind diese Erkrankung auch bekommen wird oder die sich sogar auch verschlimmert und so weiter und so weiter. Da ich mit diesen ganzen Faktoren nicht vertraut bin und das nicht recherchiert habe, wie gesagt, aus dem Bauch heraus lehne ich diese Aussage erstmal ab. Aber mit Sternchen. Das Wichtigste für ein Kind ist, dass es lernt, Disziplin zu akzeptieren. Auch wenn ich da oben für Schulanwesenheitspflicht war und Disziplin sehr wichtig für ein Kind ist, es ist nicht das Wichtigste. Also kann ich dieser Aussage auch nicht zustimmen. Es gibt keine zivilisierten und unzivilisierten Völker, es gibt nur verschiedene Kulturen. Es gibt nur eine Zivilisation und das ist die westliche, die europäische. Es gibt viele verschiedene Kulturen, sicherlich. Und es sind definitiv nicht alle Kulturen gleichwertig. Also von daher, deutliche Ablehnung dieser Aussage. Menschen, die arbeiten können, es aber verweigern, sollten keine gesellschaftliche Unterstützung erhalten. Auch hier alles wieder individuell abhängig. Was ist zum Beispiel mit jemandem, der seine Großeltern auf ihren letzten Wochen, Monaten selber pflegen will, nicht ins Pflegeheim geben will?
dieser Mensch könnte arbeiten. Er wäre rein physisch dazu in der Lage. Hat aber die Zeit nicht, weil er sich um die eigenen Großeltern kümmert. Sollte der keine Unterstützung von der Gesellschaft erhalten? Ich meine, selbst wenn man ihn jetzt als Pfleger definiert, wenn man eben sagt, okay, dann wird er eben als Pfleger eingesetzt, als Pflegekraft, dann wird er ja trotzdem durch die Gesellschaft bezahlt und kriegt ja Unterstützung durch die Gesellschaft. Also von daher lehne ich diese Aussage ab. Wenn einen etwas bedrückt, ist es besser, nicht darüber nachzudenken und sich mit fröhlicheren Sachen zu beschäftigen. Selten so eine blöde Aussage gehört. Das ist genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn einen etwas seelisch belastet, sollte man gerade dafür sorgen, dass man es so schnell wie möglich aus dem Weg schafft oder abmildert. Weil wenn man es ignoriert und sozusagen unter den Teppich kehrt, kann das später alles nur noch schlimmer wieder hochkommen. Und zwar in fast allen Fällen. Migranten der ersten Generation, die im Ausland geboren wurden, können nie vollständig in ihrem neuen Land integriert werden. Auch diese Aussage ist in dieser Form schwachsinnig. Natürlich können sie das. Die Frage ist, wollen sie das? Aber so wie diese Aussage hier steht, lehne ich sie einfach ab. Weil natürlich können sie. Was gut für die erfolgreichsten Unternehmen ist, ist im Endeffekt gut für uns alle. Da kann ich nur ein Beispiel anführen. Warum haben Starbucks, Amazon und diverse andere Großunternehmen ihre Sitze in Ländern, wo sie günstiges Steuerrecht haben und nicht in Deutschland? Also von daher das sind erfolgreichsten Unternehmen. Das ist gut für die, aber ist das für uns gut? Nicht wirklich, oder? Also ist diese Aussage abzulehnen. Keine Sendeanstalt, egal wie unabhängig ihre Inhalte sind, sollte staatliche Unterstützung erhalten. Diese Aussage als solches lehne ich ab. Unter der Bedingung, dass die Inhalte auch unabhängig sind. Wie es hier mit unseren Öffentlich-Rechtlichen in der Praxis aussieht, ist ein ganz anderes Thema. Also von daher, dass heute, unter den heutigen Bedingungen, unsere Öffentlich-Rechtlichen keine Unterstützung mehr kriegen sollten, sehe ich ganz klar so. So wie sie aber meinetwegen Beispiel in den 70ern, auch in den 80ern noch waren. Selbstverständlich war es da okay, GZ zu bezahlen. Da waren sie nämlich auch noch unabhängig. Da wurden auch noch interessante Sendungen gebracht zur Hauptsendezeit. Da sind sie ihrem Bildungsauftrag auch noch nachgekommen. Aber auch das hier ist ein viel zu großes eigenes Thema, als dass wir das jetzt hier näher ausführen. Nur, wie gesagt, so wie die Aussage hier steht, lehne ich sie erstmal ab. Und wie du die größere Gesellschaft siehst. Unsere Bürgerrechte werden übermäßig für die Terrorabwehr eingeschränkt. Ja, deutlichste Zustimmung. Das ist ja auch nicht mal irgendwie eine Frage oder ein Diskussionspunkt. Ein signifikanter Vorteil eines Einparteienstaates ist, dass alle Diskussionen, die dem Fortschritt im Wege stehen, vermieden werden. Naja, es werden alle Diskussionen vermieden. Das ist das Problem eines Einparteienstaates. Also hier von bei einem Einparteienstaat von Vorteilen zu reden, auch hier aus dem Bauch raus Ablehnung. Obwohl das elektronische Zeitalter Überwachungsmaßnahmen einfacher macht, müssen sich nur Leute, die etwas zu verbergen haben, darum sorgen. Was für ein Quatsch! Big Brother is watching you, sage ich nur. Denn wenn man den Leuten erstmal die Mittel in die Hand gibt,
Bürger zu überwachen. Wer sagt dann, dass nicht irgendwann irgendeine Regierung das für ihre Zwecke ausnutzt? Also von daher, mit solchen Dingen würde ich ganz, ganz vorsichtig sein. Die Todesstrafe sollte eine Bestrafungsmöglichkeit für die schlimmsten Verbrechen sein. Lehne ich auch ab. Und zwar aus einem einzigen Grunde. Und der hängt mit dem Zivilisationspunkt zusammen, den ich auf der anderen Seite. Wir als westliche Zivilisation, als aufgeklärte, nach vorne blickende Menschen, sollten es uns leisten können, die Leute, die andere Leute töten, nicht auch gleich zu töten. Also quasi Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Weil sind wir ja bei Auge um Auge, Zahn um Zahn. Von solchen Sachen, dass, was man ja auch in den USA schon oft genug gesehen hat, dass Leute zum Tode verurteilt waren und hinterher stellte sich heraus, ups, der war es ja gar nicht, der war unschuldig. Wie gesagt, das ist noch eine ganz andere Kiste Würmer, die man da aufmachen würde. Also von daher präferiere ich lieber auf die Todesstrafe zu verzichten, aus mehreren Gründen. In einer zivilisierten Gesellschaft hat der Einzelne immer Vorgesetzte, denen zu folgen ist, und Untergebene, die zu führen sind. Nein, das ist genau das Gegenteil einer zivilisierten Gesellschaft. In einer zivilisierten Gesellschaft sollte sich der Einzelne frei entfalten können. Abstrakte Kunst, die nichts darstellt, sollte überhaupt nicht als Kunst gesehen werden. Auch das hat eine deutliche Ablehnung von mir, weil wenn wir mit sowas anfangen, dann sind wir nämlich bald schon wieder bei entartete Kunst und solchen Geschichten und da wollen wir nun wirklich nicht wieder hin. Ich meine, ich finde zwar manche Dinge, was weiß ich, vor ein paar Jahren auf einer der letzten Dokumentas gesehen, einfach nur eine weiße Leinwand mit einem Riss in der Mitte oder einfach nur eine komplett in blau getauchte Leinwand, sage ich mir auch, what, warum, wieso, Blödsinn? Aber trotzdem sollte es erlaubt sein und auch als Kunst angesehen werden können und dürfen. Denn hinter solchen Dingen steckt ja dann auch wieder, da müsste man mit dem Künstler reden oder sich vom Künstler anhören, was er sich dabei gedacht hat. Denn der wird sich ja vermutlich meistens auch mal vorher Gedanken gemacht haben, warum er der Meinung ist, ein Riss in einer Leinwand sei ein Kunstwerk. Also von daher, abstrakte Kunst, die nichts darstellt, gleich nicht mehr als Kunst zu definieren. Nee, da machen wir auch schon wieder, wie gesagt, eine neue Kiste Würmer auf. Oder beziehungsweise eine sehr alte Kiste Würmer, die lieber zubleiben sollte. In der Strafjustiz sollte Bestrafung wichtiger sein als Rehabilitation. Aber klar doch, weil es heißt Strafjustiz und nicht Rehabilitationsjustiz. Ich meine, auch da, wie bei fast allen anderen Themen, kommt es auf das Individuum an. Auf den individuellen Fall. Aber generell, natürlich sollte jemand, der eine Straftat begangen hat, erstmal dafür bestraft werden. Und dann kann man hinterher immer noch über Rehabilitationsmöglichkeiten reden. Womit wir gleich zum nächsten Punkt kommen. Es ist Zeitverschwendung zu versuchen, manche Kriminelle zu rehabilitieren. Auch hier manche. Zustimmung, beziehungsweise deutliche Zustimmung. Bei manchen Kriminellen ist es einfach Zeitverschwendung. Da können sich die Leute noch so sehr auf den Kopf stellen. Du kannst nicht jeden zu einem, Anführungszeichen, guten Menschen machen. Und wenn du dich noch so sehr mit ihm befasst. Unternehmer und Hersteller sind wichtiger als Autoren und Künstler. Blödsinn. Das sind beides völlig unterschiedliche Bereiche, die beide aber ihren sehr wichtigen Platz in der Gesellschaft einnehmen.
und sich eigentlich gegenseitig auch fördern. Weil Unternehmer und Hersteller machen Werbung. Wer ist für die Werbung verantwortlich? Na, na, na. Wer schreibt die Texte? Na? Wer kritisiert die Produkte? Wer schreibt Reviews? Na, das sind die Autoren. Wer entwirft Logos? Das sind die Künstler. Also von daher, diese Aussage ist halt totaler Quatsch. Mütter dürfen Karrieren haben, aber ihre oberste Pflicht ist die der Hausfrau. Auch schon wieder Blödsinn. Wenn wir von Müttern reden, ist ihre oberste Pflicht die der Mutter. Und wenn die Mutter mit ihren Mutterpflichten eine Karriere vereinbaren kann, ohne das Kind dabei in irgendeiner Weise zu vernachlässigen, kann sie machen, was sie will. Also lehne ich diese Aussage hier ab. Beziehungsweise lehne ich sogar deutlich ab. Multinationale Unternehmen beuten unethisch die pflanzengenetischen Ressourcen der Entwicklungsländer aus. Ja. Ich kriege jetzt schon Magenschmerzen, wenn ich an die Fusion von Monsanto und Bayer denke. Das sind alles keine guten Entwicklungen. Mit dem Establishment Frieden zu schließen, ist ein wichtiger Aspekt des Erwachsenwerdens. Nein, nein, eben gerade nicht. Mit dem Establishment Frieden zu schließen, ist ein Zeichen des Angepasstseins. Dass man nur noch ein Zahnrad im Getriebe ist. Dass die Individualität flöten gegangen ist. Das ist Frieden schließen mit Establishment. Nein, wie auch oben schon Autoritäten. Es muss alles immer hinterfragt werden. Das ist das A und O in einer funktionierenden Demokratie. Herrgott, nochmal. Ich reg mich nicht auf. Wenn du es bis hier geschafft hast, sind diese Thesen über Religion ein Kinderspiel für dich. Ja, sind es. Astrologie erklärt viele Dinge akkurat. Ja, guter Witz. Man kann nicht moralisch sein, ohne religiös zu sein. Ja, ja, sehr witzig. Was für ein Schwachsinn. Wohltätigkeit ist besser geeignet als Sozialhilfe, um die wirklich Benachteiligten zu unterstützen. Ja, gucken wir uns doch mal die Clinton Foundation an, die von wie viel Millionen waren es? Zumindest weit über zweistellige Millionenbeträge, die sie gesammelt haben, und an wirklich Bedürftige ging davon nur ein kleiner Bruchteil. Der Rest war dann zur Selbstfinanzierung und wohin auch immer die Gelder noch gewandert sind. Nee. Es gibt so viele Wohltätigkeitsorganisationen, in Anführungszeichen, die Schmu mit den Geldern betreiben, die ihnen gespendet werden. Von daher ist es schon sinnvoll, wenn der Staat für eine Sozialhilfe verantwortlich ist, für eine Grundsicherung. Also lehne ich diese Aussage sowas von ab. Zumal, Moment mal, was hat Wohltätigkeit überhaupt mit Religion zu tun? Heißt das, Leute, die nicht religiös sind, können nicht wohltätig sein? Oder Wohltätigkeit kommt nur... Das ist, was für ein Schwachsinn! Einige Menschen haben von Natur aus kein Glück. Würde ich so auch nicht sehen. Es ist wichtig, dass die Schule meines Kindes religiöse Werte... Um Gottes Willen! Ja, das Gegenteil ist der Fall! Religion gehört aus der Schule raus. Religion hat nichts in der Schule verloren. Warum sollte man die Schulzeit eines Kindes damit verschwenden, ihm Schwachsinn beizubringen? Gottes Willen. Zuletzt noch was über Sex. Sex außerhalb der Ehe ist gewöhnlich unmoralisch. Was für ein Quatsch. Ein gleichgeschlechtliches Paar in einer stabilen, liebenden Beziehung sollte nicht von der Möglichkeit einer Kinderadoption ausgeschlossen werden. Dem kann ich zustimmen, aber dann müssen diese Faktoren auch erfüllt sein, nachweislich erfüllt sein.
Pornografie, die einwilligende Erwachsene darstellt, sollte für die erwachsene Bevölkerung legal sein. Ja, was denn sonst? Was sich im Schlafzimmer zwischen zustimmenden Erwachsenen abspielt, geht den Staat nichts an. Ja, korrekt. Niemand kann sich von Natur aus homosexuell fühlen. Was für ein Quatsch. Heutzutage geht die Offenheit über Sex zu weit. Ja. So, dann wollen wir mal gucken, wie Nazi ich bin. Hallo? Achso. Also, hier ist Gandhi. Wo bin ich denn nun? Gucken wir nochmal. Gandhi. Okay, ich bin von da. Das ist ungefähr da. Bin ich ein bisschen nach hier gewandert. Ich bin voll der böse Nazi. Um nochmal zu gucken, wo die echten Nazis sind. Und tja, so viel zum Thema. Und ich habe trotzdem die AfD gewählt. Macht diesen Nazi-Vorwurf irgendwie lächerlich, oder? By the way, das hier macht diesen Nazi-Vorwurf noch lächerlicher. Weil diese Millionen Menschen, die aus allen Parteien ihre Stimme jetzt der AfD gegeben haben, als Nazis, rechtsextrem, rechtsradikal oder sonst was zu verunglimpfen, ist eine Frechheit. Und jeder Einzelne, der so eine Verunglimpfung erfährt, sollte denjenigen, der oder die ihn verunglimpft, sofort anzeigen. Es reicht. Irgendwann ist auch mal gut. Aber ehe ich mich hier jetzt unnötig weiter aufrege, kümmere ich mich jetzt lieber um die englische Version dieses Tests. Und wie schon gesagt, innerhalb der nächsten Tage geht dann auch Platz 6 unseres Top 10 der respektwürdigen Denker online. Und wie ihr hier an den bisherigen Namen schon sehen könnt, wird es. Ich gebe euch einen Tipp. Ich werde den Namen nicht nennen, aber jeder, der sich ein bisschen auskennt, wird bestimmt drauf kommen. Platz 6 ist einer der letzten echten großen Journalisten. Deutschen Journalisten. 2014 verstorben und war immer eine Bereicherung jeder Talkshow. Hat zig Bücher geschrieben. Und er hat Journalismus noch so verstanden, wie es auch gemeint ist. Direkt vor Ort hingehen, mit den Menschen reden und das reale Bild abbilden und darüber berichten. Und nicht irgendwelche Ideologien oder Interessen oder Agendas in den Vordergrund stellen. Wie gesagt, 2014 mit 90 Jahren leider von uns gegangen. Zu schade, ich hätte zu gern gewusst, was diese Person zum Thema Trump, AfD, Brexit und all diesen Sachen gesagt hätte. Wer schon drauf gekommen ist, wer Platz 6 ist, kann gerne auch unten einen Kommentar hinterlassen. Und wie gesagt, über Abo freuen wir uns auch. Bis dahin, gehabt euch wohl, noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr es hier gesehen habt. See you later.